Wir werden oft gefragt, sind eigentlich Zeitreisen möglich? Seit Albert Einsteins Relativitätstheorie wissen wir, ja, sie sind möglich. Allerdings ganz anders als in Science-Fiction-Filmen. Einstein hat entdeckt, dass die Zeit nicht gleichmäßig vergeht, sondern mal langsamer, mal schneller. Das klingt ein bisschen unglaublich, es ist aber so. Hier eine stark vereinfachte Erklärung. Verlangsamt wird die Zeit durch hohe Geschwindigkeiten. Also, je schneller ein Raumschiff unterwegs ist, desto langsamer vergeht die Zeit an Bord dieses Raumschiffes im Vergleich zur Zeit auf der Erde. Ein Astronaut, der beispielsweise ein Jahr oben auf der ISS war, der kommt um den Bruchteil einer Sekunde jünger zurück zur Erde, als wenn er nicht geflogen wäre. Um die Sache mal zu übertreiben, um das Ganze noch etwas plastischer zu machen, stellen wir uns vor, der Zeitunterschied würde eine Stunde betragen. Der Astronaut landet also auf der Erde, seine Uhr zeigt 12 Uhr. Die irdische Zeit würde schon bei 13 Uhr sein. Das heißt, er wäre um diese eine Stunde in die Zukunft gereist. Doch spinnen wir die Sache mal weiter. Wenn ein Raumschiff deutlich schneller fliegt als die ISS, dann vergeht natürlich die Zeit auch wesentlich langsamer. Bei einem Raumschiff, das mit fast Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist, also mit rund 300.000 Kilometer pro Sekunde, würde die Zeit sogar fast stehen bleiben. Wenn ein solches Raumschiff ein Jahr unterwegs ist, würden gleichzeitig auf der Erde Jahrhunderte bis Jahrtausende vergehen. Das Dumme nur, so schnell kann kein Raumschiff fliegen. Ihr merkt schon, wir sind hier ziemlich weit in den Bereich von Science Fiction vorgedrungen. Denn von den Sekundenbruchteilen auf der ISS einmal abgesehen, sind Zeitreisen nach wie vor Zukunftsmusik. Und damit sind wir bei den sogenannten Wurmlöchern, die bisher aber auch nur in der Theorie existieren. Ganz vereinfacht gesagt, würde ein Astronaut durch ein Wurmloch reisen zu einem anderen Stern, dann würde er praktisch eine Abkürzung im Universum nehmen und damit die Zeit überlisten. Ein schönes Beispiel ist der Wurm, deshalb heißt es auch so, der Wurm, der sich durch einen Apfel frisst. Der sich nämlich mitten durch den Apfel frisst und damit praktisch den direkten Weg durch den Apfel hat. Also während das Licht den offiziellen weiten Weg außen herum nehmen muss, könntet ihr die Abkürzung wählen, schnurstracks durch die Mitte des Apfels und könntet so sogar mit der Lichtgeschwindigkeit mithalten. Und nun, wie immer zum Schluss, eine kleine Denksportaufgabe, die ich für euch ausgedacht habe. Nehmt ein Blatt Papier und malt zwei Punkte auf dieses Blatt Papier, messt mit dem Lineal die Entfernung zwischen Punkt A und Punkt B. Nun die Frage, wie könnte man es hinbekommen, die Distanz zwischen diesen beiden Punkten zu verringern, um schneller von A nach B zu kommen? Wenn ihr eine gute Idee habt, dann seid ihr möglicherweise auch schon dem Warp-Antrieb von Raumschiff Enterprise auf der Spur.